In den Alpen lässt sich noch gut der Urzustand unserer Erde beobachten. Am Anfang der Bodenbildung steht rohes Felsgestein. Unter den extremen Bedingungen oberhalb von 2000 Metern entsteht Boden nur sehr langsam. Daher kann man hier die einzelnen Stadien der Bodenbildung verfolgen, so wie sie nach der Eiszeit überall in Mitteleuropa stattgefunden haben. Dieser Hang befand sich vor rund 150 Jahren noch unter einem Gletscher. Der Gletscher des Stampfelkäs, der ging 1850 noch bis fast auf unsere Höhe und sie zieht sich seitdem zurück, weil es wärmer wird. Und er hat die zwei Moränenwälle links und rechts hinterlassen, auf dem jetzt langsam eine spärliche Vegetation kommt und einen grünen Schimmer hinterlässt. Hitze und Kälte machen den Fels porös. Wasser dringt in die Ritzen ein und gefriert im Winter. Das Gestein platzt ab. Die Brocken werden vom Wasser geschliffen. Erst zu Kies mit einem Durchmesser von mehreren Zentimetern, dann immer kleiner, zu Sand oder je nach Ausgangsmaterial, zu Schluff oder zu Ton, mit einer Korngröße von nur einem Tausendstel Millimeter. Die mineralischen Bestandteile machen bei einem vollentwickelten Boden etwa 95% des Volumens aus. Nur 5% sind organisch. Pflanzenreste, Wurzeln, Bodentiere, Pilze und Mikroorganismen. Moose und Flechten können sich am kahlen Fels festhalten. Die Entstehung von belebtem Boden beginnt. Diese Pflanzen sind Pioniere. Sie sind an Standorte mit wenigen Nährstoffen angepasst. Die Flechten waren die ersten Besiedler der Steine, nachdem der Gletscher sich zurückgezogen hat. Und dann hat sich allmählich etwas Feinboden zwischen den Steinen gesammelt und immer mehr Pflanzen konnten sich entwickeln. Mit der Zeit bildet sich eine Schicht aus verwitterndem Material. Darin finden Gräser Halt. Schicht für Schicht wächst die oberste Auflage des Bodens, die fast nur aus organischem Material besteht. Durch die Frostsprengung ist das Gestein gelockert worden und nun kann die Atmosphäre, kann Wasser eindringen und chemische Verwitterung kommt hinzu, färbt den Boden braun und die Pflanzen können drin wurzeln und den Humus beisteuern. In vielen Pflanzengenerationen bildet sich so eine dicke Humusschicht. Darunter entsteht in tausenden von Jahren ein homogenes Gemisch, feiner und fruchtbarer Boden. In unseren Breitengraden begann dieser Prozess zum letzten Mal nach der letzten Eiszeit, vor etwa 17.000 Jahren. Tauwetter setzte ein. Aus der ersten Humusschicht wurde langsam üppige Vegetation. Fast ganz Mittel- und Westeuropa waren mit Wald bedeckt. In den Ebenen war es vorwiegend Buchen- und Eichenwald, das ursprüngliche Ökosystem unserer Breiten. Menschen lebten als Jäger und Sammler, ernährten sich von wilden Pflanzen und Tieren. Doch vor rund 10.000 Jahren in der Neusteinzeit wurden sie langsam sesshaft. Sie kultivierten Land und bauten Häuser darauf. Zunächst legten die Siedler kleine Gärten am Haus an. Sie züchteten aus wilden Pflanzen Nutzpflanzen. Allmählich entwickelte sich auf größeren Flächen der Ackerbau. Doch die ersten Bauern mussten erkennen, dass der neu in Kultur genommene Boden jedes Jahr kleinere Erträge bringt. Humus ist wie ein Nährstoffdepot für die Pflanzen. Sind die Nährstoffe verbraucht, kann die Pflanze nicht wachsen. Das Einfachste für die Bauern war es, ein neues Stück Wald zu roden. Davon gab es genug. Aus heutiger Sicht ist die Rodung eines Waldstücks zugunsten eines kurzfristigen Nutzens ein schwerer Eingriff in den Naturhaushalt. Sie ist eine ernste Verletzung der natürlichen Haut der Erde, dem humosen Waldboden.
Mit der Zeit wurde fruchtbarer Boden und Land knapper. Die Menschen mussten lernen, auch auf einer ererbten Scholle immer wieder ausreichende Erträge zu erzielen. In den letzten Jahrtausenden haben die Bauern langsam Erfahrungen gesammelt. Boden braucht Pflege und Nährstoffe, die durch die Ernte entzogen werden. Generation für Generation haben sie ihn, zuletzt mit Maschinenhilfe, immer wieder gelockert, gewendet, vermischt, befeuchtet. Oder mit Stroh bedeckt und ihn so am Leben erhalten. So entstand eine lange Wechselbeziehung zwischen Mensch und Boden. Die Bedeutung nährstoffreichen Bodens war den Menschen jahrtausende lang bewusst. Gesunder Boden war die Grundlage menschlichen Daseins. Er hat reichliche Ernten geschenkt und hat Menschen verhungern lassen, wenn sie ihn vernachlässigt haben. Die Griechen verehrten Demeter, die Göttin des Ackers und der Landwirtschaft. Demeter bedeutet Mutter des Bodens. Sie schien imstande, für Dürrekatastrophen und Hungersnöte sorgen zu können, wenn die Bauern sie verärgerten. Heute weiß man, dass das kein gottgewolltes Schicksal sein muss. Auch Überschwemmungen können Folgen unseres Umgangs mit Böden und Landschaften sein, Folgen unserer Eingriffe in den lebendigen Haushalt der Böden. Boden lebt. Er ist ein kompliziertes Ökosystem, das wir noch lange nicht in all seiner Fülle und Unterschiedlichkeit begriffen haben. Unzählbar viele Arten, deren Funktionen kaum erforscht sind, leben optimal angepasst an die Bedingungen, die sie im Boden vorfinden. Man schätzt, dass man nur etwa 10% der Bodenvielfalt je entdecken und verstehen wird. 90% werden wohl für uns immer im Dunkeln bleiben. In einem Liter humusreichem Boden leben gut 300 Milliarden Bakterien. Dazu kommen Milliarden von Kleinstlebewesen wie Algen, Fadenwürmer und einige tausend Springschwänze. Mit bloßem Auge sind sie kaum zu erkennen, nur wie hier in hundertfacher Vergrößerung kann man sehen, wie sie beispielsweise auf einem Stück Holz in einem Regentropfen dahintreiben. Ihren Namen tragen sie wegen ihrer großen Sprunggabel. Damit können sie bis zu einigen Zentimetern weit springen. Sie werden gefressen von kleinen Käfern, Milben und Spinnen. Manchmal bebt die Erde. Dann rollt irgendwo im Dunkeln ein Regenwurm durch den Humus. Charles Darwin, der einer der bekanntesten Regenwurmforscher überhaupt war, sagte, dass der Boden schon seit Jahrtausenden gepflügt wird, noch lange ehe der Mensch den Pflug erfunden hat, und zwar durch die Regenwürmer, die den Boden ständig durchwühlen, durcharbeiten, mit organischer Substanz vermischen und auf die Weise die Humusbildung fördern und sehr wichtig auch für das Bodengefüge sind. Regenwürmer fressen abgestorbenes organisches Material, zum Beispiel verwitterte Blattreste. Eine außerordentlich wichtige Funktion der Regenwürmer besteht darin, dass Boden aufgenommen wird, mit Mikroorganismen im Darm vermischt und als Lösung wieder ausgeschieden wird. Und auf diese Weise wird das Gefüge des Bodens in ganz feinen Dimensionen verändern. Sie können sich vorstellen, dass kein Bearbeitungsgerät, kein Pflug und kein sonstiges Gerät diese enge Vermischung in diesen Dimensionen vornehmen kann, die eben der Regenwurm in seinem Darm ständig vornimmt. Die größeren Regenwürmer zupfen sich Blätter aus der Streuschicht und ziehen sie herunter in ihr Gangsystem. Dort werden die Pflanzenreste dann gefressen. Sie legen Gänge an, welche bis in 8 Meter Tiefe reichen können und welche wichtige Leitungsbahnen für Wasser und für Luft darstellen. Außerdem eröffnen sie auf diese Weise den Pflanzenwurzeln den Zugang zum Unterboden und tragen zur Stabilisierung des Bodengefüges bei, da die Wände ausgekleidet werden mit Losung und auf diese Weise noch stabilisiert werden. Erst im Computertomogramm zeigt sich, wie der Boden durchtunnelt wird. In der dreidimensionalen Darstellung sind die Regenwurmkanäle hell eingefärbt. In so einem lockeren Boden ist die Versorgung mit Luft und Wasser optimal. Aufgrund ihrer großen Bedeutung für den Boden ist es sowohl für den Gartennutzer als auch für den Landwirt außerordentlich wichtig, den Regenwurmbesatz zu fördern. Eine ganz wichtige Möglichkeit besteht darin, die Bodenoberfläche zu bedecken, wie es eben auch im Wald passiert, organisches Material auf der Bodenoberfläche auszubringen. Das kann im Garten passieren durch Mulchen
Und so konnten wir einmal in einem gemulchten Garten bis zu 700 Tieren pro Quadratmeter finden. Auch auf landwirtschaftlich genutzten Böden lässt sich das machen durch Arten der konservierenden Bodenbearbeitung, welche eben auch das Ziel hat, die Bodenoberfläche möglichst ganzjährig bedeckt zu halten. Vertraut man als Landwirt auf den Regenwurm und fördert seine Lebensbedingungen, kann man häufig auf das tiefe Pflügen verzichten. Nötig ist nur das Aufbrechen der verkrusteten Oberfläche, man nennt es Grubbern. Die Würmer werden vom Grubber weniger häufig verletzt. Im Sommer knollen sie sich in kleinen Hohlräumen zusammen, um sich vor Austrocknung zu schützen. Als Schutz für die Bodentiere und auch als natürlichen Dünger kann man im Spätsommer eine Mischung aus Lupinen, Erbsen und Senf säen. Bodenbedeckung ist sehr günstig für die Regenwürmer, weil natürlich Temperaturextreme dadurch ausgeglichen werden. Es steht genügend Nahrung zur Verfügung und die Bodenoberfläche ist allgemein auch gegen Sonneneinwirkung geschützt. Im Allgemeinen gilt, Boden darf nicht nackt sein. Die Haut der Erde sollte immer bedeckt sein. Auch die wenigen Säugetierarten im Boden tragen zur Durchlüftung und Lockerung des Bodens bei. Feldmäuse mit ihren kurzen Ohren und Stummelschwänzen werden immer seltener. Wo aber gemulcht und gegrubbert wird, finden sie genug Nahrung. Pilze kennen wir meist nur als Giftpilze oder Speisepilze. Steinpilz, Pfifferling oder Fliegenpilz sind im wahrsten Sinne nur die Spitze eines Eisbergs. Ihre Pilzzellen durchziehen den Boden haarfein und meterweit. Die einzelnen Pilzfäden bilden ein fast undurchdringliches Netz. Manche Springschwanzarten weiden auf diesen Pilzgeflechten. Sie schätzen den in den Zellen angereicherten Zucker. Diese im Boden weitflächig verteilten Pilzgespinste wachsen um Wurzeln herum. An ihren Ausläufern bilden sie zusammen mit der Wurzel eine Einheit, die Mykorrhiza, zu Deutsch Pilzwurzel. Oft umhüllen sie sie wie eine Socke. Es ist eine Lebensgemeinschaft, von der beide Partner profitieren. Die höhere Pflanze liefert an den Pilz Kohlenhydrate. Der Pilz hingegen erschließt in dem großen Bodenraum Nährstoffe für die Pflanze wie Stickstoff und Phosphor und hilft somit der Pflanze, ein besseres Wachstum zu ermöglichen. Mykorrhiza sind für viele Pflanzen unverzichtbar. Die meisten Bäume zum Beispiel entwickeln unter Tage eine verborgene Handelsaktivität. Die Symbiose ist hier schematisch dargestellt. Die weißen Pilzfäden umspinnen die braune Pflanzenwurzel. So berühren sich die Zellen der beiden Pflanzen auf einer größtmöglichen Fläche. Der Pilz schließt im Boden vorhandene Phosphor- sowie Stickstoffverbindungen auf und gibt sie an die Wurzeln weiter. Selbst kann die Pflanze diese Nährstoffe nicht in ausreichendem Maße gewinnen. Dafür bekommt der Pilz von der Pflanze Kohlenhydrate, die er selbst durch Photosynthese nicht herstellen kann. Die meisten Mykorrhiza-Pilze sind auf die Pflanze angewiesen. Sie können nur kurze Zeiten ohne Pflanzen im Boden überdauern. Und besonders für die Fruchtkörperbildung benötigen sie die Kohlenhydrate der Pflanze. Einmal im Jahr bildet das riesige Pilznetzwerk einen Fruchtkörper an der Oberfläche aus. Dazu gehört auch der uns bekannte Steinpilz. Das fein abgestimmte Ökosystem der Mykorrhiza-Pilze und der Pflanzenwurzeln ist nur ein Beispiel für die vielen komplizierten Zusammenhänge, die im Boden verborgen sind. Bodensysteme sind permanent gefährdet durch Klimaveränderungen, durch Versiegelung, durch Erosion und Verdichtung und durch Schadstoffe. Sie gelangen vor allem durch Luft und Wasser in den Boden. Einerseits sind es Ablagerungen aus der Luft, die aus industrieller Produktion und Verkehr stammen. Andererseits gibt es auch direkte Verschmutzungen durch Abfall aus Industrie und Haushalten. Verschmutzter Boden lässt sich zwar abtragen und filtern, doch von vielen Schadstoffen lässt sich Boden nicht vollständig befreien. Von den sogenannten Altlasten können zwar lokal Gefahren für den Menschen, Grundwasser, Luft und Boden ausgehen, doch für unsere Böden bestehen noch weitere Probleme. Denn viele Schadstoffe gelangen durch den Regen in den Boden. Man schätzt, dass auf der Fläche von Deutschland jährlich 146 Gramm Zink, 33 Gramm Blei, 19 Gramm Kupfer, 1,9 Gramm Cadmium sowie 0,3 Gramm organische Schadstoffe pro Hektar auf die Erde niederregnen. Auch saurer Regen hat langwierige Folgen.
Erden versauern, sie können weniger Nährstoffe binden. Auf dem Rücken des Erzgebirges wurden 1000 Hektar Wald durch sauren Regen zerstört. Erst langsam werden sie wieder aufgeforstet. Nach Überschwemmungen bleibt oft eine viele Zentimeter dicke Schlammschicht auf dem Boden zurück. Oft ist sie stark mit Schadstoffen belastet, so stark, dass mancherorts Anbau nicht mehr möglich ist. Auch in Landwirtschaft und Gartenbau kann die unsachgemäße Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und Düngern Böden zerstören. Früher dachte man, viel hilft viel. Wenn man nur genug Stickstoff und Phosphor auf die Felder ausbringen würde, so war die Meinung, wäre der Hunger besiegt. Die Folge: Überdüngung und damit eine hohe Nitratbelastung des Grundwassers. Nitrat ist eine für Menschen schädliche Stickstoffverbindung. Im Trinkwasser wird es auf Generationen hin ein Problem bleiben. Heute gelten in der Landwirtschaft diese Prinzipien nicht mehr. Es werden nur so viel Dünger und Pflanzenschutzmittel auf den Acker gebracht, wie nötig. Dabei kann sich der Landwirt von einem Computer helfen lassen. Er errechnet die nötigen Mengen und steuert die ausgebrachte Menge. Verdichtung ist eine weitere Gefahr für Böden. In verdichteten Böden verkümmert das Bodenleben. Eine Hauptursache ist hoher Druck. Beim herkömmlichen Pflügen, insbesondere bei nassem Boden, presst das Gewicht der Maschine den Boden stark zusammen. Durch schmale Reifen ist die Last kaum verteilt und die Verdichtung besonders groß. Der Pflug lockert den Boden dahinter zwar auf, aber nur so tief, wie die Schare reichen. Darunter bildet sich mit den Jahren eine hochverdichtete, sogenannte Pflugsohle. Die Folge: Das Wasser staut sich und die Wurzeln können nicht mehr tief in den Boden eindringen. Das kann man im Frühjahr auf vielen Feldern beobachten. Meist gehen die Pflanzen dann ein. Abhilfe schafft die Verwendung extrem breiter Reifen, um die Last zu verteilen. Zusätzlich gibt es Alternativen, wie das sogenannte Onland-Pflügen. Dabei fährt der Bauer nicht mehr wie herkömmlich mit zwei Rädern in der Pflugfurche, sondern mit allen vier Rädern Onland, das heißt auf dem ungepflügten Land. Oder man verzichtet ganz auf das Pflügen, dem Regenwurm zuliebe. Ein weiteres Problem der Bodenverdichtung: Regenwasser fließt vermehrt oberflächig ab, weil dichte Böden weniger Wasser speichern können. Fehlt zudem eine Vegetationsdecke, kommt es zusätzlich zur sogenannten Regentropfenerosion. Wenn Tropfen auf unbedecktem Boden einschlagen, reißen sie die feinen und leichten Bestandteile der obersten Bodenschicht mit. Diese kleinen Partikel verstopfen dann die Poren der Bodenoberfläche. Eine hauchdünne, wasserabweisende Kruste bildet sich. Als Folge kann wiederum weniger Wasser in den Boden eindringen. Regentropfenerosion trägt ebenfalls zu Überschwemmungen und Landschaftserosion bei. Man unterscheidet Wasser von Winderosion. Wo keine dichte Vegetationsdecke die feineren Partikel an der Oberfläche hält, kann Wind große Mengen Boden bewegen. Gefährdet sind zudem Landschaften ohne Hecken und Bäume, die den Wind brechen. Die Erosion ist weltweit das größte Landschaftsproblem. Durch Erosion wird Boden unwiederbringlich weggeweht oder fortgespült. Das Ausmaß ist groß. So verschwindet alle 10 Jahre in Mitteleuropa durchschnittlich ein halber Zentimeter Boden. Etwa ein halber Meter in 1000 Jahren. Aber mindestens 10.000 Jahre dauert es, bis ein halber Meter vollwertigen Bodens aus Gestein neu entstehen kann. Erosion muss nicht schleichend passieren. Spontane Schluchtbildungen geschehen oft in wenigen Sekunden, so wie hier in Brandenburg. Wir sehen hier eine ertrunkene Robinie. Ihr Stamm ist mehr als 1 Meter tief von Sanden und Kiesen umhüllt. 4 sehr heftige Gewittergüsse haben dieses Material abgelagert. Der stärkste Gewitterguss im Juni 1987 hat diese Schicht abgelagert. Wir sehen hier die Schlucht, die über 50 Meter lang und mehr als 5 Meter tief ist. 4 sehr heftige Gewittergüsse haben diese Schlucht eingerissen
und mehr als 2000 Tonnen Material auf diesen Schwemmfächer um die Robinien geschüttet. Oberhalb des Robinienwaldes liegt ein inzwischen stillgelegter Acker in Hanglage. Während eines heftigen Gewitterregens fließt das Wasser den Hang hinunter, sammelt sich in dieser Ackerrandfurche. Die Furche füllt sich vollständig mit Wasser auf, fließt über den erhöhten Rand und innerhalb weniger Sekunden bis Minuten entleert sich das Wasser in der Furche, schießt den steilen Hang hinunter und reißt eine tiefe Schlucht ein, wie wir sie hier sehen. Diesen Vorgang kann jeder mit einfachen Mitteln nachstellen. Ein kleiner Hang, ein heftiger Regenguss. An der schwächsten Stelle bricht der Hang auf und das Wasser reißt viele Tonnen fruchtbaren Ackerbodens den Hang herunter. Manchmal wird der Boden wie hier nur um ein paar Zentimeter verlagert. Doch auf der Fläche von Deutschland ist das Ausmaß der Erosion immens. Es werden jährlich etwa 50 Millionen Tonnen Boden abgetragen. Fast 10% davon erreicht Nord- und Ostsee. Der übrige Teil bleibt auf den Unterhängen und in den Talauen liegen. An manchen Standorten haben wir diese Situation schon heute, dass durch die Bodenerosion sich die Bodenfruchtbarkeit derart stark verringert hat, dass wir dort keinen Gewinn mehr erzielen mit dem Ackerbau. Gegen Bodenerosion hilft nur ein Mittel. Wir brauchen eine Bedeckung der Bodenoberfläche. Ein weiterer Grund für die Verringerung der Wasseraufnahme von Landschaften ist die zunehmende Versiegelung. Der Boden wird versiegelt, das heißt weitgehend luft- und wasserdicht abgeschlossen durch Straßen und Gebäude. Der Landschaftsverbrauch durch Siedlungsaktivitäten ist immens. 120 Hektar werden pro Tag überbaut. Das sind 1,2 Quadratkilometer, eine Fläche so groß wie ein kleiner Stadtpark. Bereits heute sind knapp 12% Deutschlands Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsfläche. Die Hälfte davon ist bereits versiegelt. Mit Sand, Asphalt oder anderen Materialien versiegelte Flächen lassen sich auch wieder entsiegeln. Die Kinder der Schule sammeln daher schon seit 2 Jahren Kompostmaterial. Mit dem selbstgemachten Humus legen die Schüler jetzt Stück für Stück einen robusten Schulgarten an. Jeder kennt Flächen auf Grundstücken, die versiegelt sind, die eigentlich wegen ihrer Nutzung das gar nicht mehr benötigen. Es ist aufgrund der Nutzung nicht notwendig, dass der Boden vollständig versiegelt ist. Aber man hat es früher einfach gemacht. Heute wäre es eigentlich angebrachter, an vielen Stellen diese Flächen vollständig zu entsiegeln und hier wieder Boden zu schaffen. Wichtig ist bei einer Entsiegelungsmaßnahme immer, dass der Boden wieder wasserdurchlässig gemacht wird. Sonst nützt es nichts, das Wasser staut sich sonst und kann nicht in den Boden versickern. Hier ist es auch tiefgründig gelockert worden und dann ist der Oberboden aufgetragen. Im Grunde genommen, so wie hier, kann eigentlich jeder in seinem Lebensbereich, wenn er denn aufmerksam ist für sogenannte Entsiegelungspotenziale, etwas für den Boden tun. Das heißt, er kann Bereiche wieder entsiegeln und da wieder natürliche Flächen schaffen. Sorglosigkeit im Umgang mit Böden ist weit verbreitet. Dabei gibt es Gesetze, das Bodenschutzgesetz zum Beispiel. Wer Boden besitzt, ist verantwortlich für seine Sauberkeit. Werden Gefahren durch Bodenschadstoffe nachgewiesen, so hat der Verursacher oder, wenn der nicht ermittelt werden kann, der Besitzer, sie zu beseitigen. Das kann teuer werden, denn Boden lässt sich nur sehr aufwendig reinigen und niemand hat es bis heute geschafft, Boden künstlich herzustellen. Böden, die natürliche Haut der Erde, sind eine Ressource, die für uns lebensnotwendig ist. Landwirte richten sich daher heute nach den Regeln der guten fachlichen Praxis. Gesunde Nahrungsmittel können nur auf gesunden Böden wachsen. Doch Bodenschutz ist nicht nur etwas für Fachleute. Jeder kann darauf achten, dass dieser Lebensbereich nicht verloren geht oder zerstört wird.